Wir sind heute zu Hause bei mir, also in Steingaden. Ja, und hier bin ich aufgewachsen. Als ich dann ziemlich gut lief und mir der Park gut gefallen hat und ich einen richtig guten Plan hatte fürs Finale und auch schon gut qualifiziert war, dachte ich, das könnte was werden. They keep on saying, we'll find your straight way. 24 hours a day. Lara Lessmann, BMX Freestyle. In Moskau waren die Europameisterschaften und wir sind hingeflogen, weil ich daran teilnehmen wollte, weil es für mich eines der größten Events war jetzt für 2021, letztes Jahr, und auch für mich deswegen ein Highlight nach Olympia. Meine Runs waren nicht so gut, weil ich ja immer noch verletzt bin oder war wegen meinem Schlüsselbeinbruch. Also ich bin halt auf Sicherheit gefahren, alles versucht sauber durchzuführen, in einer guten Höhe, gute Ausführung. Das ist mir sehr gut gelungen. Ich fahre immer als Taktik immer den ersten Run safe und den zweiten möchte ich dann immer eigentlich noch etwas drauflegen. In meinem zweiten Lauf wollte ich dann aber eigentlich meinen krasseren Trick machen, den Barspin to Ken-Ken über die Jumpbox. Dabei bin ich aber hängen geblieben auf dem Weg dahin und hatte dafür keinen Schwung. Deswegen konnte ich den halt nicht durchführen. Es hat trotzdem gereicht für Platz 2. Also da die Europameisterschaften ja dieses Jahr in Deutschland stattfinden, in München, ist es für mich natürlich etwas wie ein Heimvorteil, das allererste Mal, dass alle Freunde, Familie vorbeikommen können. Deswegen habe ich auch immer große Hoffnung, dass es mir dadurch besser gehen wird, dass meine Freunde und Familie da sein werden. Dieses Jahr wird das ein großes Highlight für mich, wenn nicht sogar das größte Highlight. Deswegen werde ich umso mehr dafür kämpfen, dass es dieses Jahr alles gut laufen wird. Kick mal, musst du mal was überheben. Was ist das? Nimm ab, ist schwer. Oh mein Gott. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich war mit einem Freund von mir im Snowboardladen, weil wir Snowboard-Sachen gekauft haben für unsere anstehende Snowboard-Reise. Und auf einmal kam er mit einem Award um die Ecke. Das war dann der Freedom BMX Award Rider of the Year. Zum allerersten Mal dabei, diese Kategorie. Die allererste Siegerin dieser Kategorie, Lara Lessmann. Natürlich sehr überraschend für mich, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte. Umso schöner, dass es dann doch geklappt hat und vor allem so spät im Jahr nochmal ein kleines Highlight für mich. Habe mich sehr darüber gefreut und kann es gar nicht so wirklich wahrhaben, weil es ja auch wegen Corona jetzt irgendwie nicht so zelebriert wurde wie früher, sondern man das halt alles online mitbekommen hat. Aber umso besser, dass man das trotzdem irgendwie hinbekommt in Zeiten wie jetzt. Simon Henseleit, Triathlon. Franka Henseleit, Triathlon. Wo möchtest du jetzt drin? Haben wir welche Schüssel? In der großen. Die. So. Wolltest du mir mithelfen? Genau, ja. Richtig. Mach mal. Perfekt, perfekt. Hier auf jeden Fall mal schneiden. Ich wasche schon mal schnell das Gemüse. Die große Schüssel hier? Ich glaube, eine langt, oder? Ja. Ja, wir sind heute in Steingaden, in meiner alten Heimat, also hier, wo ich aufgewachsen bin. Kannst du mir den Biomüll geben? Ja. Kann ich auch noch was machen oder stehe ich mir das davon? Bitte schön. Hintragen.
Und Käse machen wir noch. Den kann ich auf eine Platte tun, ne? Ja. Oh, was tun wir denn? Ich nur diesen Ziegenkäse. Oh Zimmer. Ja, ich möchte einen guten Salat machen. Also die letzten 5 Jahre war ich ungefähr so, also war ich ja in Nürnberg im Internat und deswegen war ich dort immer so. Am Anfang jedes Wochenende, danach dann so jedes zweite Wochenende zu Hause. Und jetzt aber seit September bin ich tatsächlich eigentlich durchgängig hier, weil ich nicht mehr in Nürnberg wohne momentan. Hast du alles? Du brauchst nicht diese Küche. Ja, mach mal. Pur oder mit? Das ist das dritte Mal, dass ich hier bin. Also schon eher selten. Und dass dann auch mal die ganze Familie so am Tisch zusammensitzt und mal in Ruhe isst, ist dann natürlich noch seltener. Von dem her freue ich mich schon immer, wenn ich heimkomme. Aber allgemein ist halt einfach sehr wenig Zeit dafür und mein Lebensschwerpunkt jetzt in Nürnberg. Aber ich komme immer gern heim und freue mich dann hier zu sein. Wann müsst ihr morgen früh hier aufbrechen? Um 7 ungefähr. Also um 7 von hier los? Ja, der Flug geht um 10.20 Uhr, glaube ich. Das heißt, halb 9 da sein oder so, dann wird der reichen. Das Gefühl, die ganze Familie zusammen, ja super. Ja, das ist etwas, was man, die vergangenen Jahre, seitdem die beiden einfach in Nürnberg sind, öfter vermisse, als ich gedacht habe, dass ich es tue. Ja. Also es sind schon Momente, die sehr besonders sind. Mag ich sehr gerne. Einfach wunderschön. Es passiert so selten. Deswegen genieße ich es. Let's go. Die größte Motivation ist wirklich mit dem Triathlon anzufangen. Die kam bei mir über den Simon, aber insgesamt das ganze Sportliche so in der Familie, das war auf jeden Fall von klein auf, dass wir einfach immer viel unternommen haben, viel draußen waren und jetzt gar nicht. Also so meine Eltern hatten ja von Grund auf jetzt nichts mit Triathlon am Hut, aber einfach das draußen in der Natur sein, viel in den Bergen sind wir hier auch direkt. Also so sportlich waren wir schon immer. Wir sind einfach schon immer viel unterwegs gewesen mit den Kindern, wo sie klein waren. Und sie waren irgendwie immer breit aufgestellt, von Inlinen. Ich habe sie mitgenommen in die Berge zum Klettern. Sie haben relativ früh zum Radfahren angefangen. Und es war wichtig, dass sie früh schwimmen lernen, weil wir hier unheimlich viele schöne Seen haben. Und da war mir einfach wichtig, dass sie da safe sind, wenn wir zum Baden gehen. Und ja, wir waren einfach unterwegs. Natürlich braucht man auch seine Eltern, die einen zum Sport fördern. Man macht es natürlich gerne, aber es sind schon oft auch ein paar Tränen geflossen, wenn ich mal zum Training musste. Weil man halt in dem Alter auch, habe ich immer gerne Lego gespielt oder in meinem Zimmer Kassette gehört und Bücher gelesen. Und da muss man schon, glaube ich, als Elternteil das richtige Maß finden, dass man öfter mal sagt, konsequent ist, okay, wenn du das jetzt wirklich machen willst, dann musst du auch in das Training gehen. Also die Regelmäßigkeit beim Training, also manchmal ist es schon schwer gefallen. Ich glaube eher so dem Simon als der Franka. Simon war hat es schon sehr genossen, dann auch am Abend mal. Diese Schwimmsessions, so Schwimmbäder am Abend, im Sommer wie im Winter, vor allem im Winter durch dann auch regelmäßig zu besuchen, das fiel nicht immer leicht. Es war trotzdem schön, ins Training zu gehen und war jetzt auch, es gab nie, wenn jetzt mal ein Training nicht so gut lief, sag ich mal, oder vielleicht auch mal ein Wettkampf oder ein Skirennen damals noch, dass es irgendwie, ich habe auch schon ganz viele Eltern erlebt, die dann wirklich richtig ihre Kinder echt rumgemacht haben und dann, da wäre ich nicht gern in der Position gewesen. Ich glaube, das haben meine Eltern schon ganz gut geschafft, dass sie mich da zum Sport geführt haben, der mir auch wirklich Spaß macht und dass ich das dann auch irgendwann wirklich jede Einheit gern gemacht habe und nicht nur jede zweite.
ja, solange sie Freude haben, solange sie Spaß haben, das ist ihr Weg, das ist ihre Entscheidung, unterstütze ich sie gern. Und über langfristige Planungen habe ich mir da bis jetzt nie groß Gedanken gemacht und sehe jetzt gerade so mal bei Simon, dass der wirklich da so einen Weg einschlägt. Und ja, wir sind einfach dabei, so wie es ist. Jetzt in nächster Zeit fliege ich dann nach Fuerteventura ins Trainingslager. Einfach so ein Grundlagentrainingslager, viel langsames, langes Training, das heißt Grundlage schaffen für nächstes Semester. So, ich bin gut in Fuerteventura angekommen. Heute ist der dritte Trainingstag und gerade bin ich 3 Stunden auf dem Rad. War ein bisschen bergig mit Trittfrequenzwechsel. Heute ist auch der erste Tag, wo es mal so richtig sonnig ist. Über 25 Grad. Ja. Der Jonas Schoburg macht gerade ein paar Intervalle. Und ja, bis jetzt komme ich top durchs Training. Läuft alles gut. Und ich freue mich auf die nächsten 2,5 Wochen. Ich würde gerne Psychologie studieren. Und das Ganze ist ziemlich schwierig, den Studiengang in Erlangen mit dem ganzen Training in Nürnberg zu verbinden. Und ich wollte jetzt aber nicht einfach sagen, okay, für ein Studium höre ich jetzt komplett den Sport auf und ziehe eine Stadt, wo ich dort eben gut Psychologie studieren kann. Und dann bin ich auf die Möglichkeit mit Amerika gekommen, dass man dort eigentlich sehr gut Studium und Sport verbinden kann. Und dachte mir, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich glaube, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Also es ist ganz cool, ich erzähle es immer so, ja, ich gehe jetzt so nach Amerika und im Januar geht's los. Und wie es dann dort so ist, weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, so richtig realisieren werde ich es wahrscheinlich erst, wenn ich dort bin. Aus Amerika. Ich bin gerade angekommen in North Carolina, hier in der Queen's University of Charlotte. Und ja, also mein Abenteuer hier hat gerade erst begonnen. Mein Bruder sitzt wahrscheinlich noch zu Hause auf der Rolle und macht gerade sein Radprogramm. Und ja, wie es hier so ist, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann!